So, ich brauche ebenfalls mehr Forschungslabore. Habe ich davon noch welche? Nee, unter was vielen Forschungslabore hier? Oh, davon mal 3 Stück noch und verlängere das Ganze einfach nach da. So. Zip, zip. Damit Forschung schneller geht. Alternativ könnte ich auch anfangen mit den Modulen und die Module hier reinsetzen. Oder Forschungseffektivität erforschen. Lab Efficiency da. Macht 20%. Ja, sollte ich demnächst machen. Dich kurz abbrechen, können wir hinten wieder anhängen. So, dann Ärmchen schon mal vorbereiten. 1, 2, 3. So. Labore kommen gleich. Meine Brettchen soll ich dann auch wieder vorbereiten. Wobei, ich kann ja mal... Na, staut sich ja nicht wirklich. Ich kann ja mal die Brettchen hiervon abzwacken, aber ich weiß nicht, ob da so viel überbleibt. Eine Kiste dazwischen wäre schick gewesen. Könnte ich jetzt noch machen, aber wäre ehrlich gesagt für mich zu viel Umarbeit. Ne, ist okay. Mach das einfach so. Und baue die da, wenn gerade mein Crafting-Zeug nichts zu tun hat. So, Labor, Labor. Britzel. Wurzel. 1, 2, 3, 6 Stück haben wir jetzt. Wir haben gleich 7. Ich denke, ich werde wieder so in Richtung 10 gehen. Aber das werde ich dann später kompakter bauen. Sobald die ersten Roboter fliegen. Roboter ist jetzt allerdings immer noch recht weit weg, oder? Ich glaube, die Roboter hier waren ein bisschen schwieriger. Combat Robotics. Wo war die normale Robotik-Geschichte? Also dafür brauchte ich erst Öl und boah, ich will nicht schon wieder an Öl denken. Ölaufbau ist immer so friemelig, nervig, langwierig und so weiter. Eine Mauer, ernsthaft? Okay, Bau. Wow. 0,1 pro Sekunde, das heißt alle 10 Sekunden ein Stein. Und das hier ist auch nicht viel besser. Also klar, es ist schön, endlich viele Ressourcen zu haben. Aber das ist so verdammt langsam. Das da oben müsste ich anzapfen, ne? Ja. Okay. Bau. Da. Bau 5 von den Furnissen, Bau 5 von denen. Und dann sorg ich dafür. Achso, noch ganz viel mehr Stromzeugs. Irgendwelche Forschung mal fertig. Bullet Shooting Speed. Gun Turret Damage Upgrade. Das klingt sehr praktisch, ja. Mesher 2. Nee. Ja, mach mal. Lasertürme waren zu weit weg, richtig. Laserturrets braucht Battery. Battery braucht wieder Ölgeschichte. Brauch Laser, Laser brauch. Ja. Also es ist alles machbar. Aber es sind sehr, sehr viele Zwischenschritte. Ich glaube, einmal Gun Turret Damage kann ich mir leisten. Mach das mal. Dann fühle ich mich wenigstens, bis die Laser da sind, schon ein bisschen sicherer. Du mach das hier bitte mal zu, damit ich hier. Was? Damit ich hier ordentlich Türme setzen kann nach und nach. Und ich kann auch gleich den Knick nach unten machen. Hier so. Ja, hier so. Gut, schon mal anfangen. Dann bau bitte so ein paar Mauern. Die restlichen Stonebricks lasse ich über, falls irgendwas hergestellt werden müsste, wie zum Beispiel die Schmelzöfen brauchen, glaube ich, Stonebricks und auch die Mescher. Jetzt brauche ich Stromversorgung für das Steinfilter. Die Drills sind fertig, die Schmelzöfen auch, das ist super. Also ich kann gleich mit der Stonebrick-Produktion anfangen.
Ich decke das mal komplett ab und stopfe dann einfach alles voll mit Drills. Auch wenn das teilweise doppelt gemoppelt ist. So. Einmal da hoch. Ich hätte theoretisch auch ganz gerne hier auch noch einen Drill, damit die drei Felder auch noch abgebaut werden können. Was, ne, wie gesagt, ziemlich übertrieben ist, aber dann ist es wenigstens langfristig alles abgedeckt. Wird das gesamte Steinfeld abgebaut. So. Das kommt jetzt alles zu diesen Schmelzöfen hier. Die sehr komisch zu positionieren sind, weil die Dinger hier nicht ordentlich angezeigt werden. So, darüber. Dann da. Genau da kein Strom mehr. So, rein, 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 raus, 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 raus. Angriff der Schaden verursacht oben rechts, aber es scheint sich in Grenzen zu halten, okay. Die alle da und ich habe vergessen, Treibstoff zu holen. Okay, das macht das Ganze jetzt ein wenig komplizierter. Wobei, warte mal, ich kann es einfach so machen. So, 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 so. Okay. Stonebricks kommen, werden allerdings erstmal einfach nur in Kisten gepackt. Habe ich Kisten? Nein. Bau. Zwei Kisten, die holt dann bei Zeiten ab und kann dann daraus direkt die Mauern selber herstellen, weil das Herstellen von Mauern geht sehr, sehr flott. Okay. Das ist in Arbeit. Ich wollte oben rechts weiter sichern mit noch mehr Türme habe ich. Also Muni holen, Treibstoff holen. Also Brennstoff holen. Du, da, Muni. Und dann hier unten gucken, wie sich das da entwickelt hat. Mit der ganzen extra Kohle. Aber ich denke, ich werde noch mehr Cs und Ps brauchen. Habe ich genug Ressourcen dabei für Cs und Ps? Bau mal 1, 2 davon. 1, 2, 3, 4 davon. Nee, reicht nicht für noch ein Set, aber das ist okay. 209. Das ist okay. Das Ganze nach unten erweitern oder nach oben? Ich glaube, mal nach oben. Einfach nur for the lols. Dazu müsste ich nur das denn hier auch nach oben versetzen, dann passt das. Also so. Plup. Gun Turret Damage Upgrade 2. Gilt auch für alle höheren Türme. Das ist schon mal sehr gut. Was bist du? Inserte Items Deck. Oh, das ist sehr praktisch. Sorgt dafür, dass die Zwischenfabrik hin- und her Schiebdinger schneller funktionieren. Allerdings sollte ich lieber Sniper Turret. Ja, ich glaube, das ist besser, einen Sniper Turret jetzt zu erforschen. Weil wenn es Sniper Turrets gibt, dann wird es auch einen Grund dafür geben, dass es Sniper Turrets gibt. Also irgendwelche Langstreckeneinheiten von den Gegnern. Das heißt, zwischen meinen stinknormalen Türmen bapp ich dann auch mal welche davon. So. Das sollte jetzt hoffentlich soweit funktionieren. Ich kann also hier jetzt wieder die setzen und die Rezepte gleich hochkopieren. Bum, 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 bum. Schön. Angriff oben rechts mit Schaden, aber es sieht nicht wie eine riesige rote Welle aus, also passt das schon. Ich denke, dieser eine große Angriff vorhin war wirklich nur, weil ich da so ein bisschen rumgeschnuppert habe. Und das mögen die nicht, wenn man spioniert. Das hat dann irgendwie einen Angriff getriggert. Das heißt, die bereiten sich wirklich vor. Sie produzieren Einheiten, die sie regelmäßig losschicken. So eine Art Scouts, wie jetzt eben gerade. Aber währenddessen baut sich da auch so ein Pulk zusammen. Und irgendwann, wenn die kritische Masse erreicht sind, strömen die alle los. Bei der Evolution ist bei 16%. 16% bis zur nächsten Stufe oder 16% von der maximal möglichen Stufe? Ich glaube, Medium-Biter waren noch keine dabei. Es waren alle Small-Biter bisher, oder?
Also es waren zwei verschiedene Farben, die ich gesehen habe, aber die waren nicht wirklich optisch größer. Muss ich nächstes Mal, wenn die Viecher lange noch leben, mal mit der Maus drüber gehen und gucken, was da so passiert. So, ich habe jetzt aber Treibstoff. Ich habe jetzt Munition, also kann ich den letzten Forschungsdom hier mal hinsetzen. Und dann euch da oben bestücken. Also du brennst eh fast nie. So, so. Wie viele Steine haben wir hier jetzt? Oh, 280. Ja, das ist doch mal ein ganz anderer Schnack als bei unseren Mini-Fabriken hier unten, ne? Mit den 0,1 pro Sekunde. Das heißt, daraus kann ich gleich komplett Mauer machen. Ja, fast komplett, ne? So. Dann kann ich mit der Mauer das dazu machen. Ich kann auch ein paar mehr Türme bauen. Ich bräuchte auch noch Radarschüsseln. Einmal oben links, einmal unten links. Da kommt ein größerer Schwarm. Aber das sollte trotzdem machbar sein. Muss ich nicht für hingucken. Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Schaut nicht gut aus. Muss auch demnächst umgebaut und aufgemotzt werden. Ja, definitiv. Geht es momentan noch? Staut sich da was? Ein bisschen, aber nicht sehr viel. Kommt hier überhaupt noch was an? Ab und an mal, ja. Bau nochmal 5 davon. Und mehr Schmelzöfen. Gefällt mir jetzt nicht so unbedingt. Sniper-Turret bräuchte Zahnräder und oder Eisenplatten. Ja, momentan scheinen sie die roten Tränke eher rar machen zu lassen, anstatt die grünen, weil die Kupferplatten nicht ankommen. Aber dafür baue ich ja die ganzen Sachen gleich. Das heißt, in den nächsten Folgen werde ich das hier ein bisschen umbauen, dass da mehr Kupfer rumkommt. Gib mir Ärmchen. Gut. Oben rechts wollte ich jetzt Snipertürme setzen. 2 Stück. Und mal das ganze rosa Zeug da einsammeln, weil es einfach nur zu verlockend aussieht. Nom, 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 nom. Sehr gut. So. Und nur für den Fall hier schon mal dicht machen. Genau, du weg. Sniper-Turret. Ruhig um einen nach hinten versetzt oder direkt auf derselben Höhe? Naja, selbe Höhe. So, einen dahin und einen dahin, damit es der Turm ist, der als erstes schießen kann. Nicht, dass dann irgendein gegnerischer Sniper kommt und unseren einen Turm hier wegballert. Das wäre nicht so schön. Kriegen jeweils 100 Magazine Schuss. Und dann passt das. Okay. Strom. Strom geht. Das heißt, jetzt ist die Mauer angesagt. Und zwar die da. Runterziehen, dann hier die Türme setzen. Türme mit Munition bestücken und dann... Hier auch möglichst am Rand. Das kann ich jetzt schon mal machen. Eine Radarschüssel hinstellen. Damit die Radarschüssel im Nordwesten ein bisschen was aufdeckt. Wobei ich das auch selber machen könnte, fällt mir gerade ein. Mal eine ganz kleine Scout-Aktion in den Nordwesten schicken. Also mich selber schicken. Um zu gucken, ob da eine Bedrohung recht in der Nähe ist oder nicht. Das ist die richtige Höhe. Ich weiß nicht mehr, was die Regierung in der Vergangenheit davor gehabt hatte hier. Aber es könnte passen. Boah. Wo ich gerade sehe, wie dunkel das ist, bau bitte noch mehr Lampen. Die 15 Stück werden nicht reichen. Verteil die mal hier außen rum. Dass ich den Gegner auch kommen sehe. Oder meine Füße sehe, wenn ich vor mich hin tapsel.
So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gott. So. Und ich denke, das reicht dann erstmal für diese Folge. In den letzten drei Folgen haben wir recht gut was geschafft. Steinproduktion ordentlich in die Gänge bekommen, die Mauer jetzt komplett rumgezogen, die Grundtrankproduktion automatisiert, damit das auch endlich klappt. Die Kohleblockproduktion erweitert, die Forschung erweitert. Die Schmelzen von MK1 auf MK2 aufgestockt. Und zugesehen, wie viel ganz, 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 ganz viele Gegner gestorben sind. Gerade jetzt da auch wieder. Ich kann nur Smallbiter lesen, bevor sie umkippen. Also ich denke, es werden nur Smallbiter sein. Haben die Snipertürme jetzt geschossen? Ja. Ist nicht mehr ein volles Magazin. Also sie schießen, das heißt, sie scheinen auch zu funktionieren. Hat 5 Kills. Hat 5 Kills. Hat 313 Ah, sehr geil. Ja, also sie scheint zu funktionieren, das ist schon mal gut. Weil ich bin da ja so ein gebranntes Kind aus der letzten Staffel bei Hard Choreo, wo dann die ganzen Lasersachen nicht funktioniert hatten. Das war schon ein bisschen schade. Aber es ist alles gut. Das heißt, ich werde jetzt nach und nach versuchen mitzuhalten mit den Gegnern. Und ich würde eigentlich auch ganz gerne demnächst mal eine Basis versuchen anzugreifen. Nicht, weil ich die Artefakte brauche, die kann ich jetzt ja einfach so wegsammeln. Sondern einfach nur, um zu gucken, wie stark die wirklich sind. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, die spielen auch so mit mir. Das heißt, die zeigen nicht ihre ganze Stärke. Da ich halt, wie gesagt, mehrere Berichte bekommen habe von Spielern im Shadow Mega Modpack hier, die überrannt wurden. Obwohl das eigentlich Leute sind, die schon recht viel Factorio gespielt haben. Das lässt mich halt so ein bisschen mulmig werden. Aber ich denke, wir sind ganz gut dabei. Also bis gleich.